Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, ich muss mal eben schauen. Ich hatte sobald alles leer gemacht. Sehr gut. Konnten wir noch irgendetwas machen, was wir dann... Ach nee, Quatsch. Ach, wieso will ich immer am Handwerkstisch kochen? Ich weiß auch nicht genau. Okay, ich wollte eigentlich hier gucken. Können wir hier noch irgendetwas machen? Da haben wir nicht genug zu. Da haben wir noch genug zu. Das können wir auch machen. Und die Gemüsesuppe. So, jetzt bin ich nur gerade am Überlegen. Ich, Idiot, hatte mir das nämlich aufgeschrieben. Und habe natürlich, so wie ich das immer mache, den Zettel dann einmal weggetan. Ist aber nicht so schlimm, weil ich habe das Ganze ja auch im Blog eingetragen. Könnt ihr auch gerne selber nachgucken. Das ist www.gameplayerin.de bzw. gameplayerin.wordpress.com. Da kommt ihr dann auch direkt drauf. Und zwar habe ich da unter anderem auch einen Eintrag gemacht, welches Essen so das meiste abwirft. Das war nämlich die Gemüsesuppe, die wir brauchen. Achso, hier brauche ich ja nicht extra zu drücken. Dreimal können wir machen. Das nehmen wir dann mit. Na? Und Bratkartoffeln mit Ei. Das war das zweitbeste. Die Frage ist jetzt natürlich ein bisschen, was sollten wir für uns auch noch aufbewahren? Da brauchen wir die Kartoffeln für. Naja, gut, okay, aber... Das nehmen wir auch mal mit. Nee, das nicht. Sondern das könnten wir dann theoretisch auch noch für uns machen. Wir haben hier unten, glaube ich, auch Bratkartoffeln, ne? Ich meine, einmal haben wir noch. Das ist ja zumindest schon mal etwas. Okay, das ging jetzt nur einmal. Das lege ich jetzt erstmal nach links. Falls wir das dann brauchen für uns selber. So, dann wollen wir mal gucken, wenn wir hier durchkommen. Einmal sehe ich jetzt gerade hier schon mal, die Blaubeeren sind fertig. Farmergeselle, ernte 200 Pflanzen. Ja, cool. Direkt erstmal gestartet und direkt, da ist kein Wasser drin. Da sollten wir uns allerdings mal kurz drum kümmern. Direkt gestartet und schon haben wir eine Errungenschaft. Das ist doch wunderbar. Das können wir gerne mal austauschen. So. Du hast auch kein Wasser mehr. Wieso hast du auch kein Wasser mehr? Was ist denn hier los? Ich glaube, ich brauche dringend Bodenkristalle. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die hierfür auch gelten. Ah, unsere Hühner sind beschäftigt mit Züchten, wollte ich gerade sagen. Mit Ausbrüten, das ist gut. Die sind noch zu jung. Dann sind die anderen wohl auch noch zu jung, nehme ich an. Die sind auch noch zu jung? Nee, die können wir holen. Okay, warum die jetzt so jung ist, weiß ich nicht. So, haben wir... Ja, haben wir. Ich will das jetzt hier nicht... Moment, dann müssen wir das so machen. Zack. So, 7. Habe ich jetzt 7? Ja. Kann ich aber nicht... Kann ich nicht machen. War das nicht so... dass sie zu den Bodendeckern gehören. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Egal, dann tun wir die jetzt erstmal wieder rein. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Aber was wichtig wäre, nochmal eben Wasser aufzufüllen, dass wir da auf jeden Fall genug haben. Ich finde die Animation irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. So, können wir Fenchel auch nochmal neu machen? Achso, hier vorne haben wir auch noch, ne? 9. Ist das groß genug? Auch noch nicht. Aber die Kartoffeln, die kann ich machen. Ja. Perfekt. Die kann ich machen. Bei meinem Glück haben wir jetzt allerdings nichts mehr für die Kartoffeln. Also ich weiß, dass wir da beim letzten Mal nicht mehr wirklich was hatten. Ja, Kartoffeln haben wir nicht. Aber Fenchel können wir nochmal neu machen. Das ist Aloe Vera. Die sind ja sowieso immer so ein bisschen... Zwiebeln könnte man nochmal 2 Reihen machen. Da haben wir auf jeden Fall Platz für. Die wachsen auch auf Sandboden. Licht 63 bis 108. Da müssen wir gleich mal kurz gucken.
So, 63. Ja, kann ich nicht ganz sehen, aber ich sehe die Pfeile. Also von den Pfeilen her wäre es okay. Hier, da wächst schon was. Ach so, das sind die. Kann man das hier? Nee, das ist jetzt gesperrt durch die Pflanze, ne? Schmeißen wir das hier rein. Wasser ist noch drin bei beiden, wenn auch nicht mehr so viel. Ach so, was ist mit den anderen hier? Da ist fast gar kein Wasser mehr. Sollten wir doch nochmal eben reinmachen. Eigentlich hatte ich jetzt nicht vor, hier einen Rundumschlag zu machen, sondern eigentlich hatte ich vor, mit euch was ganz anderes zu machen. Aber gut, da müssen wir das natürlich vorher mal eben machen, weil wir können ja jetzt nicht hier unsere ganzen Sachen verrotten lassen. Bei wem war das denn jetzt? Bei dem hier. Der hatte nicht genug. Moment, da hatte ich jetzt keine eingepflanzt, ne? Machen wir erstmal nur die, wo ich dann auch was eingepflanzt habe. So, hier fehlt der Dünger ein bisschen. Ach, hier ist eine Karotte drin. Okay, hier ist es aber soweit in Ordnung. Da kann ich dann jetzt den Fenchel nochmal neu machen. Eins, zwei, drei. Da wächst auch wieder was. Oh, das ist so nervig. Okay, ja, das hängt irgendwie damit zusammen, dass da noch die anderen. Ach so, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Kann er auch auf Sandboden? Der kann auch auf Sandboden. Aber hier habe ich schon. Moment, hier unten. Da habe ich aber noch nichts reingetan. Jetzt schon. Ich nutze jetzt hier alles aus, was irgendwie einigermaßen frei ist. Ich hoffe, dass die Jahreszeit jetzt nicht so schnell vergeht. Ach so, hier hatte ich Aloe Vera, glaube ich, reingemacht, ne? Stimmt. Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Ist noch zu jung, um geerntet zu werden. Sind alle zu jung, ne? Ja, dachte ich mir schon. Naja, gut, okay. Schauen wir mal. So, das müssen wir einmal wieder tauschen. Das geht zurück. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen. Moment. Das kann ich auffüllen. Das bleibt alles hier. Ach so, genau. Was ich noch machen wollte, war der Dünger. Das war's. Dann müssen wir das auch noch kurz machen. So. Wir wollen ja ganz, ganz viel ernten, damit wir ganz, ganz viel Geld bekommen. Und, ja gut, wir haben jetzt Frühling. Im Sommer können wir auch noch viel machen. Aber ich muss im Sommer dann auch ein bisschen gucken, dass ich auch ein bisschen. Ja, ich sag mal vor. Ach so, die Wolle wollte er jetzt nicht, ne? Ich tue die jetzt mal mit hier rein. Dass ich ein bisschen vorarbeite auch für den Winter, weil da werden wir es ziemlich schwer haben, was anzubauen. Da möchte ich ein bisschen. Ups, das war eins zu viel. Da möchte ich ein bisschen drauf vorbereitet sein. Na, da können wir noch mal. Das ist noch soweit okay. Ja, toll. Habe ich jetzt das Wasser reingetan, oder? Ach, es war ja klar. Ich hatte ver. Dankeschön. Der Gott des Spiels ist gnädig mit mir. Oh, Moment. Hier sollten wir noch ein paar Nährstoffe reinhauen. Okay, ich glaube, das sollte erstmal reichen. So, dann können wir jetzt endlich loslegen. Das haben wir alles dabei zum Verkaufen. Da müssen wir gleich noch was machen, wobei wir das jetzt nicht mehr schaffen werden. Ich bin mal gespannt, ob wir das jetzt überhaupt noch schaffen werden, etwas zu verkaufen. Es wird knapp, ne? Ich habe nur 2 Stunden und ich brauche jetzt schon 2 bis 3 Stunden, um überhaupt bei den Geschäften zu sein. Ich versuche es trotzdem, aber es wird wirklich knapp werden. Ah, Zauberer. Wieso habe ich jetzt Kartoffel? Oh. Ich meine, das ist gut, aber wieso habe ich die jetzt da drin?
Was wollte ich denn? Ich wollte zu. Nicht Tiffany's. War das Monas Laden? Es war Monas Laden, oder? Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Warum laufe ich jetzt hier eigentlich rum? Hier wollte ich gar nicht rumlaufen. Aber gut, dann laufe ich halt hier oben rum. Oder war das Emma? Emma hat doch den Lebensmittelladen. Ah, ich vertue mich da immer bei. Also Emma ist unten rechts und Mona ist unten links. Ich habe aber, glaube ich, nicht die Zeit, um bei beiden zu gucken. Ah, ich stehe bestimmt jetzt gleich wieder beim Falschen vor der Tür. Ach, das ist eine Sache, das muss ich mir echt mal aufschreiben. Ich weiß auch nicht. Ich vergesse das immer wieder. Dann habe ich das im Kopf und dann habe ich wieder einen Tag nicht gespielt und dann habe ich es wieder vergessen. So, schnell gucken. Ja, doch, sie nimmt. Ja. Es war Emma. Sind wir jetzt bei Emma? Doch. Wir sind rechts. Kann man das irgendwo sehen hier? Da ist sie doch, da. Genau, wir sind bei Emma. Okay, dann verkaufen wir. Das wollte ich verkaufen. Das wollte ich verkaufen. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das verkaufe. Was haben wir denn jetzt? 8000. Was ist das hier eigentlich? Achso, Kriegersglück. Von hier wollten wir auf jeden Fall nichts kaufen. Aber ich wollte irgendwas. Einen Rucksack wollte ich kaufen. Hatte ich mir, glaube ich, nicht aufgeschrieben, wie viel das ist, oder? Moment, wir haben gerade Spielpause, ne? Geht wenigstens die Zeit nicht weg. Ja, ich hatte mir jetzt gerade nicht aufgeschrieben, wie viel das kostet. Schade. Ich hatte mir auch nicht aufgeschrieben, wo das genau gewesen ist. Schade. irgendeiner hatte. Markus Laden war das, glaube ich, oder? Hatte er nicht die Rucksäcke? Muss ich mal eben schauen. Bin ich jetzt so. Ne, doch. Ein bisschen höher muss ich noch. Ach ja, die erste Hälfte wird ein bisschen chaotisch hier. Ich merke das schon. Aber die Zeit ist halt so schnell wieder rum, wenn man sich mal eben ums Feld kümmert. Er ist noch da. Sehr schön. Er hat nur nicht das, was ich gesucht habe. Mist. Oder doch? Moment. Kleiner Rucksack, mittlerer Rucksack, großer Rucksack. Ach, für den großen. Ach du Schande. Moment. Waldarbeiter. Größe 35. Ihr könnt mich doch mal. Arbeiterrucksack, Größe 40. Da brauche ich 60.000 für. Geschwindigkeit 2,9. Das waren noch die einzigen, die Geschwindigkeit höher gemacht haben. Ne? Aber die kosten auch 15.000. Die hätte ich zwar auch gerne. Außerdem muss ich noch mit Tieren arbeiten. Ja gut, es wäre vielleicht besser, wenn ich erstmal in Tiere investiere, beziehungsweise natürlich auch in neue. Hat der Kartoffelsamen zufälligerweise? Hier, 58. Boah, sind die teuer. Ja, machen wir mal. Machen wir es mal so, dann können wir wieder fünf neue anpflanzen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Waren wir. Ja, beim Propheten waren wir in der letzten Folge. Und der Einsiedler war hier oben, ne? Genau, die Frage ist jetzt, können wir da noch hin, wenn es dunkel ist? Oh, ich habe Hunger, oder? Was geht da gerade? Also es ging hier gerade irgendwie so komisch runter. 2500. Das Blöde ist, 2500, weil das hätte mir jetzt mehr Geld gegeben. So, machen wir das so.
Moment, jetzt bin ich irgendwie ganz falsch gelaufen, ne? Ah Gott, wenn ich hier unten drauf achte und dann einfach weiterlaufe, das ist nicht gut. Ich versuche hier gerade unten das ein bisschen im Auge zu behalten. Ach, hatten wir nicht noch was anderes? Fällt mir gerade ein. Moment, Nebenquests. Reagenzien ist klar. Eichhörnchen wollen wir jetzt machen. Na gut, Chemielabor, es dauert noch was. Wolle für die Kisten von Gertrud. Ach, 6-mal Schafswolle und 2-mal Hasenwolle will der haben. Wollt ihr mich veräppeln? Ja, da müssen wir uns auf jeden Fall erstmal um die Tiere kümmern. Das geht sonst so nicht. So, wenn ich da hinkommen will, muss ich nach links gehen, genau. Und nicht vor die Wand laufen, das ist auch ganz wichtig. Merkt euch das, Kinder, niemals vor die Wand laufen, wenn ihr weiterkommen wollt. Immer dem Weg folgen. Oder manchmal auch neben dem Weg laufen, weil da schöne Sachen sind, die ihr einsammeln könnt. Aber grundsätzlich immer dem Weg folgen. Ich habe echt nicht viel zu essen dabei, ne? Wenn ich das jetzt nochmal versuche und ich gehe jetzt in die Höhle rein und da kommt jetzt irgendwas Böses, dann habe ich gleich gelitten, habe ich so das Gefühl. Oh, Moment. Wie, der ist noch zu jung. Ach, der ist nicht mehr gut. Moment. Den können wir mitnehmen. Ich weiß nicht, ob die uns auch was geben. Ich meine, wenn man jetzt in Wirklichkeit Pilze isst, dann ist das... Ja, gibt einem das ja auch nicht so viel Energie. Also wenn wir jetzt nur Pilze so essen würden. Achso, das ist ein Pilz da oben. Das sieht ja niedlich aus. Wie komme ich denn da jetzt rum? Moment, weiter nach links. Mit dem Wasser, das ist immer so eine Barrikade. So, mal eben gucken. Ja, es hilft uns ein bisschen. Es hilft uns nicht komplett nach oben zu kommen. Aber es hilft uns auf jeden Fall ein bisschen, sodass wir die Werte wieder ein bisschen besser haben können. Da, böse Höhle. Ich habe mich übrigens informiert, ob das stimmt. Die solltet ihr am Anfang auf jeden Fall meiden. Die mit den Totenköpfen dran. Weil die sind ganz böse. Das heißt, mit anderen Worten, ich werde da nie im Leben reingehen. Nein. Irgendwann werden wir mal schauen, was da kommt. Aber so besonders enthusiastisch bin ich da jetzt nicht. Ich bin da jetzt nicht so erpicht drauf reinzugehen, wenn ich ehrlich bin. Was war denn das für ein Holz? Das war das normale, ne? Nadelholz. Okay. Und den können wir auch noch mal ein bisschen was mitnehmen, wenn wir gerade schon mal hier sind. So, hier ist die Höhle. Und ich habe jetzt den Tipp bekommen. Ja, wieso wirst du jetzt schon wieder müde? Ernsthaft jetzt? Ich habe gedacht, wenn ich esse, dann können wir die Nacht durchmachen. Aber stimmt, da müssen wir anscheinend Kaffee für haben, ne? Ach Mann, ey. Das mag ich überhaupt nicht, bin ich ganz ehrlich. Dass man immer müde wird. So, komm. Bevor ich mich wieder zurückporte, nehmen wir nochmal schnell hier das Holz mit, was hier so auf dem Boden liegt. Habe ich das jetzt mitgenommen? Ja. Na gut. Dann müssen wir uns den Weg halt nochmal machen. Es tut mir leid. Sie hat irgendwie keine Lust aufzubleiben. Achso, ich wollte eigentlich nochmal eine Kiste machen, fällt mir gerade ein, wo ich dann eventuell mal die Sachen drin sammle für die Quest. Kartoffeln würde ich gerne direkt aussehen. Die können wir da reinmachen. Mittlerweile habe ich den Überblick verloren. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was wo drin ist. So, das können wir erstmal da reinmachen. Dann das Holz ist drinnen. Und jetzt ist die große Frage. Da oben habe ich schon was gepflanzt, ne? Hatte ich hier... Da hatte ich noch einen Platz frei? Nee, doch nicht. Ich sehe das jetzt leider im Dunkeln nicht mehr so. Ja, das sind die Plätze. Dann machen wir... Da unten noch mal eben eine Reihe. Ich hoffe, sie wird jetzt nicht zu schnell müde.
Aber ich würde die gerne heute eingepflanzt haben, wenn ich ehrlich bin. Moment, hier mal angefangen, ne? So, ich weiß, du bist jetzt kurz vorm Verrecken. Wie, hier wächst schon was? Ja gut, hier oben, glaube ich, sehe ich was. Aber da unten... Nee, da unten habe ich doch jetzt die Kartoffel reingemacht. Ach so, hier meint die. Ja, aber hier habe ich die Kartoffel reingemacht, oder? Jetzt sehe ich doch richtig. Moment, wie ist denn der Boden da? Der Boden ist perfekt, super. Habe ich hier noch Platz? Da wächst auch schon was. Ach so, da habe ich die Fenchel nochmal neu gemacht, ne? Da wächst gerade nichts. Hier ist, glaube ich, was drin. Ja, das sah so ganz leicht. Es ist halt im Dunkeln, ne? Ich meine... Okay, aber der Boden hier ist soweit okay. Frage ist... Ja, können wir schon mal rausnehmen. Sie haben ja auch gerade irgendwie so erntebereit aus. So willig aus der Erde gezogen zu werden. Setzen wir dann noch mal eine neue. War das jetzt hier? Die anderen haben wir schon, ne? Die sind alle drin. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Nee, okay. Okay. Wie gesagt, ist alles im Dunkel. Man kann nicht mehr allzu viel erkennen gerade. So, das haben wir soweit. Das können wir reintun. Ganz kurz, bevor ich hier gleich umkippe. Nee, ich will keine Werkbank haben. Ich will eine Holz... Ah, siehst du, ich habe nicht genug Holz. Okay, da müssen wir uns da aber auf jeden Fall mal drum kümmern, dass ich nochmal Holz besorge. Ja, jetzt habe ich Idiot vergessen, das hier unten reinzutun. Natürlich. Was man nicht im Kopf hat, ne, muss man eben dreimal länger laufen und die Folge noch länger machen, als sie ohnehin schon ist. Juhu. So, gehen wir einmal schnell ins Bettchen. Und da die Folge diesmal totale Überlänge hatte, sage ich damit auch danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!